Ja, ich wurde von meinem Orchestervorstand angesprochen, dass ein Komponist und ein Regisseur zu uns in ein Konzert kommen würden, die einen Film gedreht haben, der auch vornehmlich in Marburg gedreht worden sei und so gesehen auch ein bisschen eine Liebeserklärung an die Stadt beinhalten würde oder sein würde. Und ob wir Lust hätten dazu, die Filmmusik einzuspielen. Und dann habe ich gesagt, ja wunderbar, dann macht mich doch gerne gleich bekannt. Und mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass das an uns ging, weil wir auch mit Marburg sehr verbunden sind als Orchester und uns mit der Stadt verbunden fühlen. Insofern auch fanden, da sind wir ganz am richtigen Platz. Naja, ich bin jetzt im fünften Jahr der Dirigent des Studenten-Sinfonieorchesters. Das ist ein ganz, ganz tolles Orchester. Das hat sehr, sehr, sehr viel Spielfreude. Das hält mich auch durchaus hier in Marburg, weil die jungen Leute haben sehr, sehr viel Energie, organisieren auch alles selbst in diesem Orchester, sodass man sich aufs Künstlerische konzentrieren kann. Das heißt, meine Aufgabe bei dem Projekt war natürlich die Vorbereitung der Partitur, die Markus Metzler sehr kunstfertig geschrieben hatte, ein sehr komplexes Werk. Ich habe das studiert, es gibt natürlich keine Aufnahme davon. Das ist selbstverständlich, dass man dann die Partitur am Klavier erst einmal durchspielt, versucht sich ein Bild zu machen, wie diese Musik denn klingen kann, die ja ganz neu entstanden ist, die ja zunächst mal nur im Kopf des Komponisten erklingt. Und jetzt, bevor man als Dirigent vor ein Orchester geht, sollte man eine eigene Vorstellung davon entwickeln, wie es klingen könnte, die man dann dem Orchester wieder vermittelt. Das ist sicherlich die Primäraufgabe gewesen. Ja, da kann man sagen, das ist ein modularer Aufbau. Zunächst mal probt das Orchester völlig unabhängig vom Film die Musik ein, damit klar ist, was für Noten sind das, was für Tempi sind das. Da war auch sehr hilfreich, dass der Komponist dabei war. Also eine sehr schöne Zusammenarbeit in so einem Moment, wenn man da nicht als Dirigent sozusagen luftleer sich irgendein Tempo aus den Fingern saugt, sondern der Komponist gleich sagt, du, ach, das hatte ich mir ein bisschen schneller vorgestellt. Und dann sagt man, Mensch, vielen Dank, klar, auf, dann machen wir es mal schneller. Man studiert also erstmal die Musik ein und zwar so lange, bis das Orchester sehr flexibel reagieren kann auf kleinste unmerkliche Tempoveränderungen, weil man vorher schon weiß, dass wenn dann die Einspielung beginnt, dass man diese kleinen Tempoveränderungen braucht, diese unmerklichen, um die Musik gut mit dem Bild synchronisieren zu können, mit Schnitten oder Ähnlichem. So, also das Phase 1 ist sozusagen, dass das Orchester bereit sein wird für diese kleinen Tempoveränderungen, dass es das Stück gut kennt. Und dann kommt die Phase der Einspielung, in der man dann diesen wunderbaren Bildschirm vom Pult hat. Ja, der Dirigent hat ja immer sein Notenpult, aber in so einem Fall dann eben auch vor sich nochmal einen schönen Bildschirm, wo er dann Abschnitte des Filmes sieht und auf bestimmte Punkte mit dem Orchester einsetzt. Jetzt könnte man sagen, das wäre ja noch nicht so wichtig alleine, wo man einsetzt, weil man das heute auch elektronisch ganz wunderbar machen kann, das Orchester genau an den Punkt zu setzen, wo es im Film anfangen soll. Aber die Zeitstrecke, die das Orchester von dort benötigt, bis zu einem bestimmten Schnitt, wo vielleicht ein musikalischer Effekt, ein harter Schlag oder so etwas mit dem Film genau synchron erklingen soll, diese Zeitstrecke, die kann man elektronisch heutzutage noch nicht herstellen oder beeinflussen. Und das ist sozusagen die Kunstfertigkeit des Dirigenten, der Filmmusik einstudiert, hier ein Timing zu entwickeln, auch über lange Strecken, um zu sagen, ich gehe jetzt zeitlich gesehen durch so einen Nebel, aber ich weiß schon ganz genau, ungefähr, wenn so viel Zeit verflossen ist, dann macht es Peng, in gewisser Weise. Ja. Das ist dann sozusagen während der Aufnahme das Wichtigste, dieses Timing zu haben. Und da muss das Orchester wirklich sehr, sehr gut folgen. Die Kommunikation geht dann vom Bildschirm zum Dirigent über den Stab ins Orchester. Also zunächst mal ist es ja meine erste Idee, den Film zu unterstützen, also jetzt nicht ihn notwendigerweise zu beeinflussen, sehr aktiv, aber in der Tat, indem man festlegt, an welchen Zeitpunkten des Films bestimmte Phasen der Musik erklingen. Da kommt man gar nicht umhin, dass das der Dirigent macht. Man kommt sozusagen an bestimmten Momenten des Films vorbei und hat dann bestimmte Musik unten drunter und sagt, okay, wenn das so ist, gehe ich ein bisschen schneller vorwärts, dann bin ich mit dem nächsten Piano-Einsatz der Flöte
dann schon, wenn da die Farbe blau kommt oder so irgendwas. Das läuft eigentlich in jeder Sekunde ab, weswegen man das auch nicht ständig rückkoppeln kann, jetzt in diesem Fall mit der Regie. Und da beeinflusst man den Film letztlich natürlich schon ein bisschen, ja, indem man versucht, emotional das bestmöglich zum Bild passende mit der Musik darunter zu legen, in zeitlicher Art. Denn die Musik, die ist ja vorgegeben, die schreitet fort und das Bild auch. So, jetzt fährt man da sozusagen neben einem festgelegten Auto, sozusagen parallel in seinem Auto nebenher und sagt, mal fahr ein bisschen schneller, mal fahr ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer und kommt dann an bestimmten Punkten vorbei. Und wann man da vorbeikommt, gut, das beeinflusst man in der Tat selbst und das hat sicherlich dann auch im Ergebnis einen Einfluss auf die emotionale Qualität des Films an dieser oder jener Stelle. Also erstmal möchte ich sagen, das war eine sehr schöne Zusammenarbeit, eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Das ist ja nicht von vornherein notwendigerweise immer so. Das war sehr schön, wir haben sehr früh Kontakt aufgenommen. Wir haben uns unterhalten, wie wir das machen mit dem Probenablauf. Ich habe ihn sofort eingeladen. Ich habe gespürt, dass er die Musik wirklich liebt und dass er unterstützen möchte durch seine Anwesenheit in den Proben und keineswegs oktroyieren, sondern er will helfen. Das ist ganz toll, weil als Dirigent möchte man ja umgekehrt auch dem Komponisten helfen. Man möchte ja seiner Vorstellung doch möglichst nahe kommen. Und insofern war klar, dass er von Anfang an dabei sein würde, dass ich ihn auch immer wieder fragen kann. Dann kann Mensch, wie hast du dir denn das vorgestellt oder das? Und umgekehrt war auch sehr schön, dass er offen war für Tipps, wenn man sagt in der Instrumentierung, Mensch, guck mal da. Da möchtest du doch sicher das Thema vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Wollen wir da noch ein Instrument dazu geben? Oder denkst du, dass es dann doch zu viel ist? Und dann sagt er meist, ja, komm, wir probieren das mal. Also genauso entsteht ja dann letztlich auch eine Komposition. Es ist ein Prozess, es ist also Work in Progress die ganze Zeit. Eigentlich muss man sagen, das Endergebnis ist erst am Ende der Einspielung da. Also ich habe sehr viel lernen können über dieses Fine-Timing, das ist klar. Das ist unglaublich wichtig, weil wenn so etwas mal wiederkommen sollte, dann hat man jetzt schon ein bisschen mehr die Fähigkeit entwickelt, worauf man im Film, im Bild achten muss, sodass man, wenn man mit dem Orchester da nun mitdirigiert, woran man die kleinen Zeitpunkte festmachen kann, sodass man dann, so sage ich jetzt mal, genau den Punkt trifft, an dem zum Beispiel der Clown ins Bild kommt und ein großer Schlag kommen soll. Um diesen Punkt genau zu treffen, muss man so eine Art Universalgedächtnis bilden, das für diese 40 Sekunden läuft. Ja. Und das muss man trainieren wie ein Sportler. Und insofern konnte ich da sehr, sehr viel lernen dabei. Da bin ich auch sehr froh. Selber macht mir natürlich Filmmusik auch unglaublich viel Spaß, das muss ich sagen. Ich gehe auch sehr gerne ins Kino und mit meinen Studenten im Orchester spielen wir ja meist Filmmusik als Zugabe, ohnehin schon traditionell, sodass die auch ein bisschen schon zumindest mit dem Metier auf jeden Fall was zu tun hatten zuvor. Die mögen das gerne, die gehen natürlich in ihrem Alter auch alle sehr, sehr, sehr gerne ins Kino. Und insofern hoffe ich natürlich auch, dass ich fürs Orchester mit diesem Projekt irgendwie eine schöne Sache kreieren konnte, wo die jetzt auch sagen, das hat mir wirklich was gegeben. Jetzt haben wir das auch mal gesehen, wie das ist mit dem Bildschirm. Wie ist denn das eigentlich? Wie kommt denn die Musik zum Film dazu? Das ist ja auch Kulturwissen. Ja, es ist mir immer sehr wichtig, dass Kulturwissen übertragen wird. Und das war hier wirklich sehr intensiv der Fall und sehr schön. Ja, ich möchte noch sagen, mir scheint, dass eigentlich symbolisch gesprochen die ganze Stadt hinter diesem Film stand, mit Institutionen, mit einzelnen Menschen, auch teils mit familiären Bindungen. Und das hat mir eigentlich sehr viel Zuversicht von Anfang an für dieses Projekt gegeben, weil Kunst entsteht letztlich nur aus positiv inspirierenden Momenten. Und da ist Zusammenhalt und ein förderliches Verhalten einfach unglaublich wichtig. Das schafft eine positive Stimmung und das hat dieses Projekt
von Anfang an getragen, und zwar von allen Seiten. Und insofern war auch in dieser Hinsicht dieses Projekt eigentlich von vornherein zum Erfolg bestimmt.